Hallo und herzlich willkommen zum weiteren Part Let's Play FIFA 17 Karriere. Heute gibt es das Spiel gegen SC Freiburg und wir haben im letzten Spiel ein sehr, sehr gutes Spiel gezeigt gegen Arsenal. Ging leider nur 0-0 aus, aber so kann es gerne in dem Spiel weitergehen. Ein Sieg wäre noch schöner, aber wir nehmen, was wir kriegen können. Hauptsache keine weitere Niederlage, da habe ich jetzt so langsam keine Lust mehr drauf. Und es wäre auch mal richtig, richtig gut, aus dieser Negativserie, die wir ja in der Bundesliga haben, auszubrechen. 4 Niederlagen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, da könnte es mal was Besseres geben, habe ich so das Gefühl. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wolf Fuß und Frank Buschmann begrüßen Sie auf das Allerherzlichste zur heutigen Partie. Heute heißt es SC Freiburg gegen Hoffenheim. Die Freiburger sind zu harmlos. Weniger Tore hat aktuell kein Team in der Liga erzielt. Ja, und das müssen sie dringend ändern. Schauen wir kurz auf die Aufstellung des SC Freiburg. Wir sehen bei Ihnen heute ein klassisches 4-4-2. Klassisch deshalb, weil da tatsächlich zwei Viererketten aufgestellt sind. Häufig wird heute ja eher mit einer Raute gespielt oder in ganz anderen Formationen. Ich gucke mir das jetzt mal an. Schauen wir mal auf die Aufstellung von Hoffenheim. Wir wollen das Spiel heute breit machen, versuchen es mit einem 4-3-3. Da dürfte viel über die Außen gehen, über die beiden Außenstürmer. Geleitet wird die heutige Partie von Jascha zur Heide. So, und los geht's. Und los geht's mit dem Anschluss von der TSG 1899 Hoffenheim, die sich im letzten Tag, im letzten Spiel besser präsentiert hat als im Bundesligaspiel. Da war der Gegner ja Arsenal in der Euroleague. Und da haben sie sich viel, viel besser präsentiert als in der Bundesliga. Da haben sie zuletzt 4 Niederlagen in Kauf nehmen müssen. Werden hier abgedrängt von Freiburg, die ja aktuell noch hinter Hoffenheim sind. Sind, glaube ich, 15. wenn ich das gesehen habe. Oh nee, nicht schon wieder. Kramaric ist verletzt. Das ist doch so. Da habe ich so keine Lust. Das nervt so, weil wir haben ja 2 Verletzte. Hatten 3, da hat sich auskuriert. Sieht nicht wirklich gut aus. Und jetzt ist der nächste verletzt. Wir haben echt das mit den Verletzungsproblemen am Hut. Ja. Jetzt der Wechsel. Er ersetzt den verletzten Spieler. Da ging es einfach nicht mehr weiter. Folgerichtig also diese Auswechslung. Und dass er den immer so wegschießt, das ist einfach nur. Normalerweise müsste es einen ganz normalen Freistoß geben. Das ist besser als dieses ewige Ball weggeschieße. Das ist ja nichts Halbes und nicht Ganzes. Klasse Einsatz, aber kommt auch. Ah, schade, wir kommen nicht an den Ball. Jetzt können wir uns mal durchsetzen. Ah, schade, nimm ihn doch mit. Ignowski. Egal. Könnte eine Gelegenheit werden. Er zeigt den Vorteil an, sie können weiterspielen. Richtig. Was war denn jetzt schon wieder? Sowas regt mich ja auf. Weißt du, ich hole mir den Ball und er pfeift mich dann zurück. Sowas kann ich überhaupt nicht leiden.
Und ich habe noch nicht mal ein Foul gesehen, das ist es ja. Frag mich, was der Schiri da gesehen hat. Er macht sich lang und kann das Gegentor verhindern. Gibt jetzt die erste Ecke für Freiburg. Komm, hol ihn dir. Ah, direkt zum Freiburger. Er lässt sich da nicht auf. Und nun ein Schuss. Da senkt er sich der Ball. Ne, die zweite Chance jetzt für Freiburg. War der dann noch mit der Hand dran? Ne, zum Glück nicht. Toll, Jan. Jawohl. Ah, schade. Hat den Ball aber zum Glück noch. Gut. Sehr gut. Mit dem Doppelpass. Jawohl. Gaudino. Und er schießt. Ah, schade, zu flach. Zu schwach geschossen. Das wollte ich sagen. Aber es war die erste Möglichkeit, immerhin. Läuft ja gegen Freiburg nicht so, was die Torschüsse angeht. Im Gegensatz zu gegen Arsenal. Da hatten wir viele Chancen. Haben jetzt wieder den Ball. Dem hierbei. Schade, Ball wird abgefangen und Einwurf für uns. Weigel. Jawohl. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Und das war ein Foul, Schiri. Da muss man pfeifen. Wenn er da nicht gepfiffen hätte, dann wäre ich übelst aggro geworden. Bald ist es soweit. Das nächste Spiel in der Bundesliga für den SC Freiburg. Dann geht es zu Hause gegen Augsburg. Die Partie übertragen wir natürlich. Toll, Jan. Komm. Ah, schade. Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Hätte ja was werden können. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ach, schade, da steht natürlich keiner und deswegen gibt es jetzt Abstoß. Schade, habe ich nicht geguckt. Vergesse ich auch manchmal zu gucken. Der kommende Gegner, der TSG Hoffenheim, wird uns hier präsentiert. Buschi. Arsenal heißt der Gegner im nächsten. Willkommen zum nächsten Spiel, das Viertelfinal-Rückspiel in der Euroleague. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass sie absolut chancenlos sind in dieser Partie, aber es wird richtig schwer. Wir schaffen das schon. Und wir werden alle überzeugen mit einem glorreichen Sieg gegen Arsenal. Ich will unbedingt ins Halbfinale und ich will dann, wenn ich im Halbfinale aber bin, auch ins Finale. Jetzt müssen wir erstmal diesen Chance abwehren. Es sieht zwar nicht so aus, aber du brauchst technisch starke Spieler, wenn du so und das schaffen wir hierbei auch. Aufsetzen willst, wie sie es gerade tun. Fairer Einsatz hier. Schade. Macht Freiburg sehr gut. Ich wäre ja schon mit einem Unentschieden mittlerweile zufrieden. Hauptsache keine weitere Niederlage, da habe ich keine Lust drauf. Wird das eine Torchance? Ja, hoppe. Und das könnte gefährlich werden. Bei so einem Pfiff merkt man direkt, dass der Schiri parteiisch ist. Weil das war nie im Leben ein Foul. Höchstens ein Stupser, mein Freund. Und ganz ehrlich, was der Schiri heute mal wieder pfeift, das ist unter aller Kanone. Da waren schon zwei, drei Situationen dabei. Ey, ganz ehrlich, die musst du nicht pfeifen. Und dann gibt es bei uns Situationen, wo man das Ding pfeifen muss. Und er tut's nicht. Hier wird das Freistoßspray aufgetragen. Und hoffentlich hältst du den, Oliver Baumann. Das wäre nicht gut, wenn du ihn nicht halten würdest, das ist ja klar. Weil wir brauchen mindestens ein Unentschieden, um mal in der Tabelle irgendwas zu reißen. Jawohl, der war zu hoch, das ist sehr gut für uns. Schlecht für den Gegner, aber das ist mir gerade mal egal. Hier nochmal die Zeitlupe. Und jetzt gibt es den nächsten Abschluss für Oliver Baumann. Entschuldigung, da habe ich mich ein bisschen verhaspelt. Toll, Jan. Gaudino. Jawohl. Macht auf mich einen sehr guten Eindruck. Auch toll, Jan. Ah, schade. Schade. Flanke zu hart. Ich weiß nicht, wie man es aus... Also, was der Fachbegriff dafür ist. Zu weit, zu hart, keine Ahnung. Sucht euch aus. Gaudino. Jawohl, sehr schön. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Ah, schade, da steht keiner. Stark vor. Sonst wäre die Flanke richtig gut gekommen.
Jawohl! Jawohl! Diesmal auch wieder ein schönes Spiel. Unterbrochen, sieht nach einer Verletzung aus. Ja, das steht dann gleich mit Schiedsrichterball aber hoffen wir ja, erstmal, das tut weh. Das tut wirklich, wirklich weh. Und auch bei uns war ja ein Spieler verletzt. Wechseln. Der Spieler ist verletzt und kann nicht weiterspielen. Schade für ihn. Vier sehen, Minuten Nachspielzeit. Adäquat ersetzen kann. Der verletzte Spieler hat jetzt das Spielfeld verlassen. Und die Partie wird mit einem Schiedsrichterball fortgesetzt. Vier Minuten Nachspielzeit gab's. Jetzt Pause, steht hier noch 0:0. Ich bin gespannt, ob hier ein Team in der zweiten Hälfte noch mal mehr ins Risiko geht. Die Hälfte des Spiels ist rum. Aber wer die Partie hier heute gewinnt, ist nach meinem Geschmack noch nicht abzusehen. Nee, jetzt noch kein Team wirklich geschafft, sich einen Vorteil zu verschaffen. Und das Unentschieden ist okay. Kann ich mich auch anschließen, sehe ich genauso. Wie gesagt, Schiri-Leistung bin ich nicht ganz einverstanden. Habe aber schon erzählt, pfeift manchmal Sachen ab, die sie gar keine Faust sind. Und bei uns pfeift er ein bisschen zu wenig. Ja. Ich weiß nicht. Und dann, das nächste Spiel ist sogar schon das Rückspiel um das Halbfinale in der Euroleague. Es kann weitergehen. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Das könnte eine Gelegenheit werden. Sehr schön. Ball abgefangen. Nee, aus der Chance wird doch nichts. Jawohl. Sehr schön. Ball. Wagner. Macht das gut. Milalpa. Jetzt und die Flanke kommt! Gut! Oh, das muss das Tor sein! Gut reagiert vom Torhüter, so verhindert er den Rückstand. Versuch's mit dem Kopf. Komm direkt hinterher, direkt Schören. Das könnte die Chance werden. Schuss! Jawohl, macht das gut. Johansson, da ist er auch. Und Baumann hält zweimal Klasse, sehr schön. Jetzt wird es Ecke geben. Hier nochmal Abschlagfehler und dann pariert er sehr, sehr gut. Und ein Wechsel bei Freiburg. Und es gibt die Ecke für den SC. Erstmal keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Er zieht ab. Das wäre die Führung gewesen. Boah, war das knapp. Ja, da wär's beinahe passiert. Das war wirklich knapp. Da sehen wir es nochmal. Ja. Da hat nur ein Zentimeter gefehlt. Dann wäre das Ding drin gewesen. Es ist, wie gesagt, ein ausgeglichenes Spiel bis hierhin. Nun Kalerabic. Den Ball spielt er raus. Komm, hol ihn dir. Schade, Ball ist zu lang. Und jetzt wieder Eintracht. Was sag ich? SC Freiburg natürlich, meine ich. Johansson. Sag aber Eintracht Frankfurt. Ja, das passiert. Da habe ich nicht aufgepasst. Verwechselt. Und jetzt muss mir auf ihre Chance. Richtig aufpassen. Tempo aber auch noch mal anziehen. Und jetzt ein Schuss. Nee, oder ist die nächste Möglichkeit für SC Freiburg? Unentschieden nehme ich mit. Ich hätte aber gern, ganz ehrlich, den Sieg. Drei Punkte sind mir lieber als einer. Aber Stand momentan müssen wir echt mit dem Unentschieden zufrieden sein. Wir machen zwar eine gute Abwehrarbeit, viel besser als in der Negativserie, aber es ist noch nicht ganz auf dem Niveau, das Hoffenheim normalerweise spielt. Kaderabek. Und deswegen kann ich im Moment mit einem Unentschieden sehr, sehr zufrieden sein. Der Ball kommt wieder durch. Die einfachen Bälle holen sich so Sicherheit und legen sich den Gegner langsam zurecht. Wenn hier abgedrängt, das ist. Was macht der da? Allein für sowas müsste er normalerweise abgepfiffen werden und gelb kriegen wegen Zeitspiel. Lewitki. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Spielt Harvard Nielsen. Oh, jetzt wird's richtig gefährlich. Das aus diesem Winkel. Damit hätte ich nie und nimmer gerechnet, dass er es von da versucht. Das ist ein guter Abschluss. Na, da wäre der Torwart auch nicht so einfach dran gekommen, weil der platziert ist, aber es ist auch von der Seite aus immer schwierig, also von diesen Spitzenwinkeln immer schwierig. Manche können es, er kann es in dem Fall nicht.
mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Sowas muss man normalerweise pfeifen. Sowas muss normalerweise gelb geben. Habert Nielsen, Karim Gueye. Keine Ahnung, wie man den richtig ausspricht. Ist mir gerade sowas von Mist egal. Ich konzentriere mich auf die Ecke, weil ich will dieses eine Tor, das den Ausschlag geben kann. Und momentan gibt es den Ausschlag. Wer hier ein Tor schießt, der gewinnt das Ding. So sehe ich das im Moment. Er köpft ihn. Jetzt hatten sie die Chance. Das wäre die Führung gewesen. Das wäre sie gewesen. Wenn der Ball platzierter kommt, so ist es kein Tor. Und es steht immer noch 0. Zu 0. Und jetzt direkt wieder drauf machen. Druck drauf machen auf den Ball. Jawohl. Sauber vom Ball getrennt hier. Wird's jetzt gefährlich? Chance zur Führung. Das ist der Pfosten. Komm! Schade. Und er bewahrt sie hier vor dem Rückstand. Was für eine Pfostentreffer. Und dann ist der Torhüter vor dem Torschützen. Das war kein guter Pass. Das wäre eine richtig gute Gelegenheit geworden. Ja, aber der Verteidiger macht das gut und geht da vernünftig dazwischen. Jetzt könnte es gefährlich werden. Glück gehabt. Karin Demir bei. Gaudino. Verteidiger hat aufgepasst. Die Flanke war gar nicht so schlecht. Aber wir haben immer noch den Ball. Wagner. Das jawohl! Richtig so. Das erste hätte er normalerweise vorhin schon pfeifen müssen, was die Ecke gab. Flanke geht zum Abwehrspieler, da war mehr drin. Schade. Das hätte sein können und vier Minuten sind angezeigt. Also das gibt einen Unentschieden. Aber wie gesagt, eine Chance und wir haben ja noch einen Sieger. Wenn jetzt zwei kräftige Chancen. Ich bin mit dem Unentschieden zufrieden. Geht ja nicht immer nur um die Quantität des Ballbesitzes, sondern auch um die Qualität, Buschi. Ja, und da war nicht viel heute. Das Unentschieden geht in Ordnung. Jo, sehe ich genauso. Und damit haben wir zumindest mal einen Punkt gesichert. Das ist mehr, als was wir sonst kriegen. Und es ist wirklich eine Verbesserung. Nach der Negativserie 4 Spiele hintereinander verloren, jetzt 2 Unentschieden. Also der Weg zur Besserung ist da und das ist die Hauptsache, besser gesagt. Die Spieler haben ein gutes Spiel gemacht und das hat leider nicht gereicht. Allein dieser Pfostentreffer hätte es normalerweise sein müssen, wenn der Spieler von TSG 1899 Hoffenheim da eine Sekunde schneller ist. Dann ist das Ding drin und es wäre ein Sieg gewesen so. Ist es leider nur ein Unentschieden, aber das ist auch sehr viel wert. Und wir sehen die erste Niederlage von Hoffenheim. Und jetzt geht's dann im nächsten Part gegen Arsenal. Jetzt. Spiel hatte wieder kurz gehangen. Und ja, wir haben wieder einen verletzten Spieler. Und wir haben das Rückspiel im Viertelfinale. Spieler verletzt. Problem selbst machen. Es ist Grammaric, also bekommt Uth sein Ding. Und Kim Jong-un ist zurück. Ganz ehrlich, ich mag Toljan mehr. Deswegen bekommt das nächste. Muss hier gerade mal. Okay, der kann bleiben. Dann machen wir das so. Ich will es einfach nur sortiert haben. Oder ist noch ein 80er? Kulvinenko. Polanski, Zubat.
Nee. Nemp. Ich versuch's das hier gerade mal, ups, ein bisschen so sortieren. Dass wenn ich jemanden suche, der gut ist, dass ich dann gerade hier gucken muss. Oh, Salai. Soloi. Als Stürmer. So, jetzt haben wir also einigermaßen sortiert. Sandro, Pichancic, oh, Schwegler. Jetzt haben wir es einigermaßen sortiert, mal die Reservebank, weil ich blick da nie durch. Wir haben zwar noch ein paar Spieler übersehen, aber das ist mal egal. Und dann geht der Part halt jetzt mal ein bisschen länger, weißt du, das ist halt, weißt du, so Sachen. Ich will das jetzt nicht extra rausschneiden. Gehört er dazu und dann müsst ihr halt vorspulen, was weiß ich. Aber jetzt habt ihr es geschafft. Jetzt habt ihr diesen Part überstanden. Der Part ist hier zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst, was zu tun ist. Wenn ihr dieses Video oder den Kanal unterstützen wollt, mit einem Like, einem Kommentar oder einem Abonnement. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Mitte.